möchte Ihnen heute jemanden aus dem Schwarzwald vorstellen, einen deutschen Whisky namens Wilhelm Evermann. Das ist einer von zwei Whiskys, den die Destillerie Bimmerle, die ja an und für sich eher durch Gin bekannt ist, jetzt sozusagen als Erstlingwerke auf den Markt gebracht hat. Der Wilhelm Evermann, das ist der Single Malt Whisky von denen. Der Theo Evermann ist ein Blended Malt. Das Besondere an dem Wilhelm ist, und da möchte ich gleich von hinten von der Flasche zitieren, er ist aus 7 verschiedenen Fässern, und zwar aus einem deutschen Eichenfass, ein Süßweinfass, die Akazie, ein Bourbonfass, ein American Virgin Oak Fass, Sherryfässer und aus der Kastanie. Warum hat man das gemacht? Nun ja, er ist halt nur 3 Jahre alt. Das ist so das Mindestalter, das ein Whisky haben muss, auch in Deutschland. Und die Jugend merkt man ihm schon an, und das kann man mit dieser breiten Fassauswahl und den Geschmäckern, die dadurch vom Fass in den Whisky kommen, schon etwas kompensieren. Man merkt es trotzdem in der Nase, dass er jung ist. Der hat nicht so eine Getreidebrandnote, ein bisschen was Mehliges in der Nase, was allerdings mit dem länger offen bleiben dann ein bisschen mehr verschwindet. Und genau das Gleiche ist am Gaumen. Er hat schon durch diese vielen verschiedenen Fässer sehr viel Süße und sehr viel unterschiedliche Geschmacksnuancen, aber die sind halt nicht sehr langanhaltend, nicht sehr breit, und auch der Abgang ist relativ kurz. Mehr darf man sich von einem 3-jährigen Whisky meiner Meinung nach auch nicht wirklich erwarten. Insgesamt finde ich das ein gelungenes Erstlingswerk. Ich freue mich darauf, wie die Evermann Whiskys dann schmecken werden, wenn sie älter sind. Ich glaube, dass der sicher noch die doppelte Zeit im Fass brauchen würde und vielleicht nicht ganz so viel verschiedene unterschiedliche Fässer. Aber wenn Sie einen deutschen Whisky mal probieren wollen, den Sie so in der Art und Weise noch nicht gekannt hat, weil er einfach sehr frisch am Markt ist, dann ist der durchaus empfehlenswert. Den können Sie sich bei der Destillerie bestellen. Er ist auch in einer gefälligen Flasche, also ich würde sagen, der macht auch im Regal was her. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen wieder mal fürs Zusehen, sag Tschüss und Slanjet.